Das ist Devil. Mit zum Thema Putin, Bunker, Panzerschocki. Die Woche mit der Paddy Basler und live während dem Folium der Gabriel Vetter. Und da ist er, ihre Gastgeber und Mainstream-Komiker, Dominik Devil. Hallo, guten Abend zusammen. Hallo, grüezi. Merci mal. Danke, merci. Guten Abend. Herzlich willkommen zu Deville. Daheim in den Fernsehsesseln mit Chips, Katz oder Schatz auf dem Schoss. Gellet, nicht verwechseln. Miau, ihr wisst, was ich meine. Und hier bei uns natürlich live im Folium. Hallo miteinander. Schön, sind ihr wieder da. Was für einen Sonntag, Abstimmungssonntag haben wir. Ehe für alle. Yeah, 99% Initiative. Oh, sind wir ehrlich, alle sind K.O. vom Abstimmen heute. Ja, von den Statements, Analyse, Expertise, Säulengrafiken, Tortengrafiken, Hotdog-Grafiken und was es da alles gibt. Aber Demokratie muss man eben auch aushalten können. Kein Wunder, ist es zu allerlei Zwischenfällen in den Urnenbüro gekommen, über die wirklich weltweit berichtet worden ist. Schau dir mal an. Weitere Videos sollen zeigen, wie unzulässigerweise gleich mehrfach zahlreich Wahlzettel in die Urne gesteckt werden oder Personen nach einem genannten Code mehrere Wahlscheine ausgehändigt bekommen. Ja, das ist traurig, oder? Ganz kurz habe ich mir an Kopf gelangt und gedacht, shit, all die Massnahmenkritiker da, also Skeptiker, Neonazis, haben alle recht. Demokratie bei uns in der Schweiz, alles nur Filz, Sumpf und Fake. Ich habe wirklich kurz mit dem Gedanken gespielt, mir ein paar Glocken um den Hals zu binden, um vor dem Leutschenbach gegen Mainstream-Medien zu protestieren. Bis ich dann gemerkt habe, die Bilder sind gar nicht aus unserer Schweizer Eid-Diktatur, sondern von der Parlamentswahl in Russland, ja, wo Wahlen hatten. Klar ist mir dann das Licht aufgegangen, Russinnen und Russen haben natürlich Mühe mit dem Wählen. Bedenkt, die müssen ja immer noch alle einen amerikanischen Wahlzettel ausfüllen vorher. Ja? Und das mit den sauberen Wahlen wird in Russland eben noch ganz wörtlich genommen. Und hier können Wählende nicht ins Stimmlokal. Ein Wahlhelfer erklärt, es werde gerade geputzt, deshalb sei momentan geschlossen. Ja, kann mal passieren, oder? Stinkt wenigstens nach Putzmittel und nicht so nach einem Wahlbeschiss. Und noch fast besser als jede Hollywood-Verwechslungskomödie auch folgende Situation, die sich in St. Petersburg wirklich so zugetragen hat bei diesen Wahlen. Schau mal, das ist der Oppositionspolitiker der Boris Wischnewski. Er hat sehr gute Aussichten auf einen Wahlerfolg gehabt. Wahrscheinlich ein bisschen zu gute Aussichten für den Kreml. Weil auf einmal sind zwei Konkurrenten auftaucht. Und merkt ihr etwas? Richtig, ja. Beide sind fast nicht von Boris Wischnewski zu unterscheiden gewesen. Und zufälligerweise, wirklich wahr, haben die auch genau gleich geheissen. Boris Wischnewski. So ist aus dieser Wahl in St. Petersburg auf so eine Art Hütli-Spiel geworden. Welches von diesen drei ist der echte Boris Wischnewski? Ah, klar, da lachen wir zu Recht bei uns in der Schweiz. Ha, die Russen. Ja, was verrückte Typen. Warum? St. Petersburg. Aber wisst ihr was? Bei uns ist es nicht viel besser. Schauen wir mal in den Nationalrat rein. Machen wir den Test. Wer von diesen drei Nationalräten ist der echte Kurt Fluri von der FDP? Hm? Richtig, der ist es. Kommen wir weiter. Wer ist der echte Martin Gandinas von der Mitte? Jetzt machen wir es etwas schwieriger, mischen. Wer ist es? Richtig, ja. Okay, jetzt aber. Wer ist die echte Esther Friedli? Komm, wir wechseln noch die Frisuren. Ja? Richtig, sie in der Mitte. Und weiter kommen die Klassiker. Wer ist der richtige Christoph Blocher von diesen drei? Wer? Richtig, alle drei. So. Was lernen wir aus dem? Ja? Drei andere Politiker machen noch keine Diktatur. Für eine Diktatur, das wissen wir, braucht es einfach nur einen unvergleichlichen Diktator. So. Auch gewählt wurde ist in Deutschland. Noch ist nicht hundertprozentig klar, wer neu an der Spitze von unserem grossen Kanton wird stehen. Hingegen, wer vom Thron oben absteigt, das weiss man schon länger. Bereits 2018 hat Angela Merkel bekannt gegeben, dass sie nicht mehr kandidieren will. Ein Schock für sehr viele. Ganze 16 Jahre ist Angela an der Macht gewesen. Und das, obwohl der Spiegel, das Magazin, bereits nach einer Amtszeit schon gefordert hat, aufhören!
Mega brutal, aber 16 Jahre sind es geworden. Die Bundeskanzlerin war schwieriger von ihrem Amt zu entfernen als DDR-Panzerschocke zwischen den Zähnen. 16 Jahre an der Macht, oder wie es unser Parlamentdinosaurier Daniel Brühl von den Grünen würde nennen, ein Schnupperlehr. Ja? Aber gleich, eine ganze Generation in Deutschland so, was Merkel geht? Und geht das überhaupt? Darf sie das überhaupt? Sogar all die Hater mit ihren Merkel-muss-weg-Schildern vom Kanzleramt sind ganz kurz zusammengezuckt und Moment, nicht ganz so schnell, bitte. Wohin geht sie denn? Wohin will sie denn? Man muss sich bewusst sein, für viele junge Menschen in Deutschland ist Frau Merkel die einzige Konstante in ihrem bitteren Leben gewesen. Und jetzt so, was? Du bist gar nicht unsere Mutti? Ja, es ist schwierig, wenn man seine Mami verliert. Aber wie gut, dass heutzutage sogar Männer Bundeskanzlerinnen können werden können. Ja. Der Merkel, ihr Verhältnis zur Schweiz übrigens, schwierig und schmerzhaft war es. Also nicht wegen dem Steuerstreit, nein, sondern wegen dem Langläufler. Kurz vor Weihnachten in der Nähe von St. Moritz. Irgendwann über die Festtage ist sie auf den Langlaufschieß gestürzt. Ja. Und ich weiß, was ihr jetzt denkt daheim. Hey, endlich mal einigermaßen gutes Filmmaterial vom Yeti. Nein, ernsthaft. Was ist denn genau mit ihr passiert 2013? Dazu ein Regierungssprecher. Die Bundeskanzlerin hat sich im Weihnachtsurlaub beim Langlauf eine schwere Prellung zugezogen, verbunden mit einer sogenannten Infraktion, einem unvollständigen Bruch im linken hinteren Beckenring. Ja, bla bla bla. Auf den Arsch ist sie geflogen! Das kann man doch ganz klar sagen, oder? Oder kann man so sagen? Beim Langlauf. Wir gehen von niedriger Geschwindigkeit aus. Niedrige Geschwindigkeit, das passt aber zur Schweiz. Und das ist das, was Angela immer genervt hat. Und so hat sie doch einige Männer hinter sich gelassen. 4 französische Präsidenten, 4 amerikanische Präsidenten, 9 italienische Ministerpräsidenten und Hunderte von André Silberschmidts im Nationalrat. Schau mal. Übrigens, welches ist der richtige André Silberschmidt? Der da ist es. Nein, falsch. Da habe ich es verwechselt. Der da ist der Richtige. So, also. Aber noch einmal zurück zu der Merkel. Mehr Männer überlebt hat wirklich nur die Queen. Kann man so sagen. Ja? Aber zurück zu der Frage, wo einer will denn die Merkel jetzt? Was könnte sie noch erreichen in ihrer ruhmreichen Karriere? Also wer öfter öffentlich gekreuzigt und wieder auferstanden ist als Jesus und wer den Glauben trotzdem an die Menschheit nicht verloren hat, für den kommt doch eigentlich nur ein Job in Frage, oder? Päpstin, richtig. Angela Sanctus die Erste. Und wir sind uns sicher, Merkel, die schafft das. Schön. Und jetzt zu Folgendem. Was diese Woche unglaublicherweise nicht passiert ist. Ja, Paris. Trotz Verhüllungsverbot in Frankreich wurde der Arc de Triomphe weder gebüßt noch verhaftet. Kabul. Viola Amherd feilscht doch nicht mit den Taliban um zurückgelassene Kampfjets. Bern. Ueli Maurer erscheint zum Bundesratsreise nicht im Ku Klux Klan-Kutte. Zürich. Weltwoche und Nebelspalter haben noch nicht mit der Mickey Maus fusioniert. Und Tessin. Es gab immer noch keine bestätigte Sichtung von Ignacio Cassis. Was ist sonst noch passiert? Es ist immer noch Herbstsession. In Bern hat der Ständerat am Mittwoch über die sogenannte erweiterte Widerspruchlösung debattiert. Das heisst, wer kein Organ spenden will, muss das jetzt explizit festhalten. Patti Basler ist für uns nach Bern gereist, um bei den Parlamentariern und Parlamentarierinnen das eine oder andere Organ ein bisschen zurechtzurücken. Bist du Organspenderin? Nein. Warum nicht? Ist einfach alles so versichert bei dir? Ja, vielleicht ist das der Punkt. Nein, für mich persönlich aus so auch religiösen Gründen jetzt, kann ich mich nicht zu dem können bekennen bis jetzt. Aber wenn du so religiös bist, könntest du dein Kreuz spenden? Gibt es noch andere als so plakative, simple Fragen? Würdest du als Samenspender zur Verfügung stehen? Also jetzt gerade im Moment nicht. Nein, weil ich auf den Bus muss. Aber Samenspende würdest du nicht? Samenspende nehme ich, ja. Könnt euch melden. Also nicht vom Roger Köppel? Nein, die nicht. Oskar Freisinger?
Nein. Wie sieht es aus mit Rückgrat? Rückgrat, mal, das braucht man als Frau im Ständerat. Der wächst also jeden Tag ein bisschen mehr, wie die Haut auch. Die ist schon bald wie ein Elefant. Die will selber Nein oder Ja sagen, solange sie leben. Das sagen die Frauen ja auch immer. Ja, Frauen reden einfach viel. Die sagen manchmal, ist zu oft Nein, gell? Ja. Das ist so, ja. Sie Kopfweh haben. Wenn sie Kopfweh haben. Gibt es das bei dir? Ja, selten Kopfweh. Und welcher Teil vom Hirn wärst du? Der frontale Stirnlappe? Was beschlüsst du? Ich kenne mich zu wenig aus bei diesem komplizierten Ding. Deine Leber ist eben wie die Lunge von der Jacqueline Badran. Vermutlich. Wo bist du denn verschollen? Ehrlich gesagt, auf der Jagd. Im wunderschönen Glanerland, bei herrlichem Wetter. Ich habe 20 Stutz gewonnen mit Jassen. Was hast du geschossen? Zwei Gämsen, ein Hirsch. Fertig. Und haben die geschossenen Gämsen und Hirsch haben die einen Organspendeausweis dabei gehabt? Nein, und sie waren auch nicht geimpft. Welches Organ wärst du? Ich will mich nicht überbewerten, aber trotzdem sehr wichtig. Ich würde sagen, ein Auge. Man braucht eben einen wachen Blick und man muss immer alles ein bisschen im Auge haben. Hier. Das finde ich wunderbar. Du bist die Einzige, die bis jetzt gesagt hat, ein Auge. Weil alle anderen haben immer ein Herz. Das Herz. Herz. Das Herz. Das Herz. Das Herz. Das Herz. Eins von diesen Herzen oder ein Teil vom Herz. Das Herz oder das Hirn? Ich bin die Exekutive. Wenn du ein Organ wärst von dem Parlament, du wärst wahrscheinlich nicht die Zunge. Du bist nicht genug multilingual. Also, ich rede gerne, von dem her ist die Zunge nicht schlecht. Parli Italiano, Anke? Un pochino. Das ist jetzt aber Spanisch. Das ist jetzt Spanisch. Buonasera, bonsoir, au revoir. Hau ab! Patti Basler in Bern. Falls Patti eure Lieblingsparlamentarier jetzt nicht von Kamera bekommen hat, könnte es durchaus sein, dass er oder sie die Session geschwänzt hat. Das gibt's. Ich bin auch sehr schockiert. Die schwänzen damals. Aber nicht durch sie. Eventuell bringt euch das etwas ganz persönlich. Geht jetzt auf unsere Seite, die wir gebaut haben, die heisst nationalraten.ch und versucht auch mitzuwetten. Wer wird in der laufenden Herbstsession Schwänzkönig bzw. Absenzenqueen? Schaut mal, Sommersession, dieses Jahr haben wir mit 161 geschwänzten Abstimmungen den Baptiste Urny von der SP. Baptiste Urny, der hat wahrscheinlich einfach gemeint, es fällt nicht auf, wenn ihr ihn kennen könnt, wenn er fehlt. Ja? Nein, es ist ein bisschen unfair, weil tatsächlich, das ist wirklich morgen nachgefragt, er ist im Vaterschaftsurlaub. Ja, wenn man weiss, dass es im Herbst langweilig wird in der Session, ist eben bereits im Winter richtiges Timing gefragt. Wenn ihr wisst, was ich meine. Baptiste. Platz 2, Martin Bäumle. Gut, dem ist wahrscheinlich auf dem Weg auf Bern in ein Elektroauto abgelegen. Das könnt ihr mir noch vorstellen. Platz 3, Cedric Wermuth. Gut, der hat einfach geschwänzt aus Solidarität zum Baptiste, könnt ihr mir vorstellen. Aber wettet selber auf nationalraten.ch, die Seite haben wir eingerichtet, und gewinnt einen schönen Studiobesuch mit lustvollem Ellbögeln im Backstage-Bereich mit mir und meinen Leuten. So, was ebenfalls diese Woche passiert ist, Nachbarschaftsstreitereien. Vergessen Corona. Nachbarschaftsstreit, das ist der Grund, warum es so viele Hospitalisierungen gibt zurzeit. Man sieht, dass der Nachbar sein Grundstück gerne pflegt. Es ist uns das Herz gebrochen, als diese vielen Bäume abgeholzt wurden. Der Nachbar letztes Jahr im Juni ist mit dem Revolver vom Garten oben runtergekommen und hat mir angedroht, er verschiesse mir Kühe. Ja, da werden Kühe verschossen in der Nachbarschaft. Das ist krass. Ich meine, wer braucht schon einen Sonntagstatort? Ich will den Nachbarschaftstatort mit diesen Kühen sehen. Ja? Muh, eine Stadt sucht einen Mörder, eventuell. Um was ist denn gegangen bei dem Konflikt? Ich bin Fabian Neff. Ich habe Ärger mit dem Nachbar wegen Lavendel. Er behauptet, meine Kühe fressen Lavendel. Dabei fressen die Kühe gar kein Lavendel. Heu fressen es, aber die Kühe fressen kein Lavendel. Ja, Lavendel. Komm, vergessen die Mandelmilch. Jetzt kommt die Lavendelmilch von Fabian Neff. Kommt jetzt. Die schmeckt mega fein, nämlich nach Lavendel. Richtig.
Nachbarschaftsstreit in den Corona-Zeiten. Klar, wegen dem Lockdown, Homeoffice und so weiter, ist man das erste Mal mit seinen Nachbarn so richtig konfrontiert worden. Seit Corona heisst das Sprichwort eben auch nicht mehr, der Garten vom Nachbarn ist immer grüner, sondern Quarantäne vom Nachbarn ist immer kürzer. Das WLAN vom Nachbarn ist immer stärker. Der Lavendel vom Nachbarn erst. Corona hat wirklich Mutationen hervorgebracht. Bünzli Mutationen bei uns allen. Gemäss einer Erhebung der Rechtsschutzversicherung AXA ARAG ist die Zahl der Nachbarschaftsstreitigkeiten um 23% gestiegen während Corona. Ein grosser Anteil davon Lärmklagen. Lärmklagen im 2020, so ganz ohne Büzenbuben, Stadionkonzert, verstehe ich persönlich jetzt nicht. Ja. Aber die häufigste Ursache für Nachbarschaftskonflikte sind gemäss dem Tagi die Höhe oder der Abstand von Sträuchern, Hecken und Bäumen. Natürlich der Klassiker. Wer kennt es nicht? Schau, da ist die Hecke. Dann steht über beim Nachbarn, willst du schneiden? Und dann, oh, nein! Dabei ist doch so wichtig, eine gute Nachbarschaft zu leben. Sich nicht grüssen im Stegenhaus. Mal fragen, wie es geht. Weil denken daran, falls wir alle runter in unseren Bunker müssen verschwinden, weil Zombie, Klima oder Atomapokalypse ausgebrochen ist oder weil das hässige Europa die Schweiz anfängt zu bombardieren oder weil einfach die grossen Büzenbuben-Open-Air-Konzerte wieder stattfinden. Ja, spätestens dann wird unser Überleben nicht zuletzt auch von unseren Nachbarn abhängig sein. Ja, hallo da. Ja, hallo, mein letzter überlebender postapokalyptischer Nachbar. Wie haben Sie es auch? Ja, schlecht, danke. Und ihr? Auch schlecht, danke, danke. Ich wollte fragen, ihr habt nicht jemand etwas zu essen vorig? Ja, sind wir Nachbarn oder was? Was? Klar, da hätte ich noch ein bisschen Ravioli. Oh, von 2007, ganz ein edler Jahrgang. Und für Kinder habe ich noch etwas zu schlecken, Jodtabletten. Nein, danke vielmals. Sehr gerne. Hey, und wenn ihr jemals etwas braucht zum Überleben, ungeniert, Herr, ungeniert. Du, wenn es es denn noch gibt, sehr gerne. Danke, gell. Ciao. Tschüssli, ciao, Sali. Tschüss, du. Ja, Luna. Ja, jetzt bis ich mal, du. Schön. Ist schlimm bei euch? Du, wie immer, sind um die Hilfe getieren, gell? Ja, wunderbar. Ja, ja. Du, lass, du weißt, wie es da oben ist, gell? Mutanten, Plündern, Zombies. Oh. Ich dürfte echt mal eure Schrotflinte auslehnen. Die ist gerade mit meiner Frau im Ausgang. Aber weißt du was? Nimm doch einfach die. Hä? Dann kannst du eh noch länger genießen. Super, du. Ich muss sowieso noch rasieren. Ja, ist toll. Hey, Sandys, gell? Heb dich. Bis dann. Ah, wie geht's? Ja, du, den Umständen entsprechend schlecht, gell? Immer ein bisschen am Kötzeln. Ja, schön, schön. Du, jetzt ist es passiert, meiner Frau ist ein drittes Bein gewachsen. Hast aber noch Glück gehabt, meiner ist ein zweiter Kopf gewachsen. Ja, jetzt wollte ich fragen, du hast nicht zufälligerweise noch einen Schuh übrig, Grösse 38? Ja, ist es links oder rechts gewachsen? Ah, das müsst ihr jetzt erst mal nachschauen. Ja, nimm grad Bedi, man weiss ja nicht, wenn das nächste kommt. Hm? Das ist wahr. Ja. Danke dir, gell? Hey! Du, ich bin's. Hoi, hoi. Du, meine Kinder gehen mir grausam auf die Nerven. Ja, das verstand ich. Könnte ich echt mal deine auslehnen? Ich denke, du fragst nie. Ah, wo ist der Sohn? Was für ein Sohn? Ja. Danke, du. Tschüssli, grüß. Ja, Marvin. Hallo, du hast schon wieder. Hallöli, wie geht's? Muss. Schön, schön. Du, bei uns ist gleich Weihnachten. Ich dachte, ich würde das Kind wieder mal abholen. Welches Kind? Ah. Danach. Sorry für die Störung. Du, meine Familie würde gerne eine Stubbete machen. Oh. Ja, hättest du noch ein Handurgeli für dich? Nein, aber Hans-Sirene, da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja? Ach, schau, ob der Bäse. So. Ich bin der Schacher Sempeli, im ganzen Land bekannt. Hallo, da. Hey, hallo, ich bin's. Hey, was ich wollte fragen, uns ist gerade wahnsinnig langweilig. Ihr habt nicht zufälligerweise noch etwas zum Lesen. Nur Dani Koch sein Buch. Oh nein, danke. Ich habe noch das Telefonbuch von 1997. Nicht für ungut. Ja. Du, sorry. Hä? Ich bin's. Hä? Du, bei uns läuft der ganze Bunker unter voll Wasser. Oh, muss entschuldigen, ich bin halt wieder mal am Duschen. Brauchst du eine Wasserpumpe? Winch, aber eine Badeinsel. Seht ihr? Super, danke. Hoi, du. Hey, bist du am Rausmisten? Nein, das sind nur Grosseltern, weißt du. Ah, gut, dass du mich daran erinnerst. Ich muss mich dann auch noch rausstellen. Ja, das ist gut. Du, ich sehne mich nach etwas Kulturellem. Hast du ein bisschen Kunst? Der Papa sieht aus wie ein Giacometti. Nein, das schmeckt sich jetzt mal bei. Oh, weißt du was? Ich gebe dir meinen Rolf Knie. He? Nein, das stimmt für mich. Gell? Schön, he? Schön, he? Lodo. Hey, du
lebst noch. Ja, sicher noch eine Woche. Wunderbar. Du, wir müssen leider ausziehen. Unser Schutzbunker wird gentrifiziert. Nein, was tun sie denn? Ja, irgend so ein paar Hipster-Zombies machen jetzt dort einen Bubble-Tea-Laden rein. Du, der hat nicht lange. Ja, ja, ich glaube. Weißt du was? Willst du echt nicht bei uns einziehen? Du bist schon der beste Nachbar überhaupt. Nachbar? Nein, ja, jetzt sind wir doch Mitbewohner oder was? Super. Du, ich hol meine Sachen. Ja, unbedingt. Super. Mach schnell, wir warten. Gell, mach, mach. Kind, Tisch auf. Wir haben den Fleisch zum Nacht. Falls ihr mehr aktuelle Wochen-News braucht, Deville Push heisst unser neues Online-Format, das jeden Dienstag auf unseren Kanal aufgeladen wird. Einfach abonnieren und los geht's. So, haben wir nicht alle einen sehr chilligen Sommer gehabt? Ja, und jetzt Clubs, Restaurants und Herrensaunas sind endlich wieder offen. Die Impfrate ist am Steigen und wir freuen uns auf einen kuscheligen Herbst. Und jetzt müssen wir auf einmal merken. Shit! Schulkind, die haben wir total vergessen. Tja, die hochansteckende Delta-Variante greift um sich und auch noch den Kind. Ja, wir haben einen Haufen Ansteckungen wegen der Delta-Welle. Eltern sollen ihre Kinder in die Schule schicken. Unbedingt. Das Wichtigste für Kinder ist, dass sie einen geregelten Alltag haben und in die Schule gehen können. Hey, jetzt gerade, wo es hätte so gemütlich werden in dem Herbst, wir müssen wieder mit diesen Gurven umschlagen. Opferteile sich. Zwar eine schöne Nachricht, hat in dieser Woche BioNTech Pfizer verkündet, dass die ersten Studien zur Impfung bei Kindern ab 5 Jahren erfolgsversprechend verlaufen wären. Aber sind wir mal ehrlich, die Impfung für Kinder wird wahrscheinlich noch ein bisschen auf sich warten müssen und frühestens nächstes Jahr erhältlich sein. Also, für fast alle Kinder. Ja, Steiner-Schüler lernen dann einfach das Wort Immunsystem tanzen, könnt ihr mir vorstellen. Aber auch sehr eine lustige Vorstellung, auf die ich mich freue nächstes Jahr. Weil nächstes Jahr ist es ja so, überlegen wir mal, theoretisch ein 5-jähriges Kindergärtlerkind darf in einer Bar einen 50-jährigen Impfgegner aber nicht. Ja? Wie geht man also vor? Die Dachorganisation von allen Schweizer Kinderärztinnen und Ärzten, Pädiatrie Schweiz, haltet fest. Die Teststrategie in der Schweiz ist seit Beginn der Pandemie so angelegt, dass die Durchseuchung bei den unter 6-Jährigen und teilweise auch bei den 6- bis 12-Jährigen zugelassen wird. Was? Moment. Durchseuchung? Richtig gehört. Und Durchseuchung sieht in nackten Zahlen wie uns zurzeit so aus. In der ersten Augustwoche sind 268 Corona-Infektionen bei Kindern zwischen 0 und 9 gemeldet worden. Mitte September sind es bereits 2.447 Infektionen gewesen. Das ist ein prozentualer Anstieg von über 800%. Bei den 10- bis 19-jährigen Kindern sind es Mitte September sogar 4.211 gemeldete Infektionen gewesen. Pädiatrie Schweiz empfiehlt deswegen, ich habe es hier ausgedruckt, Maskenobligatorien sind vor allem in der Primarschule zu hinterfragen. Sie werden den Gesamtverlauf der Pandemie aber kaum relevant beeinflussen. Komisch, oder? Weil die Taskforce vom Bund hingegen empfiehlt Masken bei allen Schulkindern. Grosse Verwirrung herrscht im ganzen Land, ja? Und die ganze Schweiz fragt sich ernsthaft, Kinder durchseuchen oder durchtesten? Aber schauen wir doch mal ganz genau an, was jetzt an diesen Schulen hier in der Schweiz so passiert. Schaut, wir haben jetzt hier so eine Schule aufgebaut. Ja. Wir haben hier, schaut mal, hier haben wir den Lehrer. Ja, das ist der Herr Studthalter, ist das. Er hat Mathe, Geometrie und Biochemie im Nebenfach noch so halbtags ein bisschen. Dann haben wir da so ein paar, schaut mal, da haben wir da so ein paar Streber, ja, die hier natürlich immer rundherum stehen. Die gibt es an jeder Schule. Das sind die vier hier. Schaut mal, schön. Oh, erzählen Sie uns mehr, Herr Schönbächler, sehr interessant. Oder Studthalter, oder geheißen? Weiß auch nicht, Lehrer heisst ja alle Studthalter, Schönbächler, Fuhrer, irgendwie so etwas. Dann haben wir hier, schaut mal, das hier sind die Nerds. Ja. Sind die mit den komischen Frisuren? Ja? Die sind hier im Schulecken, sind die täuscheln Pokémon-Karten und Coronaviren. Ja? Und dann haben wir noch wirklich das Mühsamste an der ganzen Schule. Das Mühsamste. Was ist das Mühsamste an der Schule? Richtig. Ältere, ja. Ältere, die lungern auch überall auf der Schule rum. Ja, schau mal, da am Pausenplatz steht jemand und schaut mir Herr Schönbächler, Studer, vorher, wie immer er heisst, zu. Und die Mutter hat sogar bis hier, schau mal, ist ein Büro von der Schulleiterin geschafft. Muss man ein bisschen aufpassen. So, was gelten an unserer schönen Schule für Corona-Schutzmassnahmen? Dazu müssen wir uns jetzt ganz schnell darauf einigen, wo die Schule steht, um zu wissen, welche Regeln gelten. Wobei,
einheitliche Massnahmen, die gibt es eben gar nicht in der Schweiz. Das heisst wirklich, jede Schule macht es genau so mit den Massnahmen, wie sie es will und wie sie es für richtig halten. Der so oft in dieser Pandemie bemängelte Kantönli-Geist ist ein Witz gegen das, was hier an der Schule herrscht. Kantönli-Geist? An der Schule herrscht ein zusammengeflicktes Massnahmen-Frankenstein-Monster. Wirklich, anders kann man es nicht beschreiben. Nehmen wir mal an, das Schulhaus steht im Solothurnischen. Nehmen wir an, in der Nähe von Olten. In der Nähe von Olten. Ja? Das heisst, Nähe von Olten, weniger Streber. Ja? Dafür da hinten noch so eine kleine Rauchrecke. Der hat sie da hinten. So. So, was hat jetzt unsere kleine Schule für Möglichkeiten, dem Virus zu begegnen? Zuerst kommen die einfachsten, können wir alle, kommen Abstandregeln einhalten. Ist doch ganz einfach. Abstandregeln einhalten könnt jedes Kind. Kinder, kommt, Abstand halten. Aber Herr Schönbächler kann noch etwas sagen. Oh, Herr Schönbächler kann noch etwas sagen. Kommt, Kind, Abstand halten. Herr Schönbächler, haben Sie mal Feuer? Ja, ja, ich wüsste, wie es läuft. Ja? Also schwierig, Abstand in der Primarschule, mega schwierig. Was könnte man noch machen in unserer schönen Schule? Luftfilter. Man könnte ja einfach die Klassenzimmer wegen der Aerosol Luftfilter könnte man noch einbauen. Aber viel zu teuer, Luftfilter. Woher soll man das Geld nehmen für die Luftfilter? Etwa von 1% Milliardären, die ein bisschen Steuern müssen zahlen. Nein, hören wir auf. Aber nicht in der Schweiz, sicher nicht. Nein. Dann halt einfacher und günstiger und auch wissenschaftlich bewiesen wirksam. Kommt, Maskenpflicht. Und zwar nicht nur für die Lehrer, sondern für die Kinder, bis in die Primarklassen. Das ist doch ganz etwas Einfaches, tut niemandem weh, ist günstig, könnte man doch einfach stopp. Hallo, Herr Lehrer Schönbächler. Oh, wer sind denn Sie? Ich bin hier, der Vater von der Melissa Chantal Florentin. Oder wie sie heisst. Ja? Und zwar ist das eine Maskendiktatur. Ja, mein Kind kann nicht gut schnaufen. Ja, das ist wirklich ganz schlimm. Oh, wo haben Sie das her? Aus dem Internet, Herr Schönbächler. Schau, ich habe das ganze Internet ausgedruckt. Da habe ich es dabei. Ja, das ist eine Maskendiktatur. Und Kinder werden gemobbt. Kinder werden gemobbt an der Schule, das wollen wir natürlich nicht. An unserer kleinen Schule. Schau mal, da oben, der ist doch ganz alleine da versteckt. Wirst du gemobbt? Nein, ich tue mich verstecken, du Pfeife. Jetzt haben sie mich entdeckt. Ah, Entschuldigung. Ja. Sie nehmen mich nicht ernst, Herr Schönbächler. Sie nehmen mich nicht ernst. Wisst ihr was? Jetzt komme ich mit meinem Anwalt. Und dann sucht man sich eben einen Anwalt, der sich auf das spezialisiert hat. Und der Anwalt sagt dann zu dem Argument, dass keine Masken tragen, doch ein Risiko für alle sind, der sagt dann das. Ja, aber die Frage ist mit der Rückatmung der Maske, ob der was ist der zuerst gewesen, das Huhn oder das Ei? Ja, das fragt er sich, ja, der Kneubühl. Er ist so ein spezieller Anwalt für diese Frage. Rückatmung, also von Entzündungssyndrom PIMS oder Long-Covid bei Kindern, habe ich schon gehört. Aber von dem saugefährlichen Rückatmungssyndrom habe ich jetzt noch nie etwas gehört. Der Anwalt weiss aber schon, dass man von sättigen Masken redet, oder? Und nicht von sättigen. Oder Sättigen. Oder die bei Anwälten sehr beliebten Masken, die hier. Das weiss er schon. Ja? Und hört, was ist denn mit den Kindern, die vielleicht an der Immunkrankheit leiden? Ja? Und die auch in die Schule gehen wollen? Was macht man mit denen, wenn die simpelsten Massnahmen wie Masken nicht genehm sind, dem Herrn Anwalt? Schaut, das Leben ist immer in gewissen Momenten, in gewissen Einzelfällen ungerecht. Ihr könnt auch nicht gehen und sagen, ja, es ist grundsätzlich gefährlich, wenn Kinder in einem Auto hocken. Es gibt Kinder, die mit den Eltern zusammen schwer verunfallen. Okay. Ja, es ist ganz schlüssig, oder? Der gute Autounfallvergleich. Das Problem bei Covid ist ja, das muss ich euch auch nicht erzählen, dass Kinder das nicht in der Schule behalten, sondern die tragen das raus in die Stube an Eltern, zum Morgentisch. Die Eltern übertragen es an Großeltern. Großeltern übertragen es meinetwegen an die Spitex-Mitarbeiterin, die Angst hat, sich nicht hat impfen. Und die tragen es zurück in den Kindergarten zu ihren Kindern und so weiter. Also ein bisschen wie Schlangenzinki, wenn wir jetzt beim Schulbeispiel bleiben. Also ganz ähnlich wie beim Autounfall. Ja, ganz klar. Ich meine, wer kennt nicht die schrecklichen Unfälle? Es wird jemand befahren auf der Straße und dann schwenkt das Auto aus durch zwei Wendtüren über den Zmorgentisch rein von einer Kindergrippe. Dort hinten noch ins Altersheim, in der Fahrt ein Stück Kantine, durch den Operationssaal, kommt hinten wieder raus und nur einer ist am Familientisch und dann verfahrt noch die restlichen. Klar, genau so ist es, das kann man gut vergleichen. Grausam. Aber wie sieht es denn jetzt aus mit diesen schweren Covid-Fällen bei Kindern? Im letzten August sind 43 Kinder zwischen 0 und 9 mit schweren Verläufen hospitalisiert worden. Was meint der Kinderarzt dazu? Zwei von diesen 100 haben Symptome, die nicht gerade aufhören nach Covid. Ob das Long-Covid ist, wissen wir nicht. Aber wir wissen in der Zwischenzeit, dass die
die fast alle schnell erholen und es ihnen nachher wieder gut geht. Ja, Gott sei Dank. Ja. Fast alle erholen sich schnell und können dann wieder in den Unterricht gehen. Wunderbar, ja. Fast alle. Tönt ja sehr gut. Heisst aber eben auch nicht ganz alle. Ja. Weil ein paar von diesen Kindern, und sei es nur eins, zwei oder drei, verwünscht es dann eben viel heftiger. Und sicher nicht wegen dem ominösen Rückatmungssyndrom. Ich verstehe es nicht. Warum tut man nicht einfach alles, um eben alle Kinder zu schützen? Ja? Nehmen wir mal an, hätte es von unserer Schule jetzt eine Strasse und unser Anwalt von vorhin würde jede Woche ein bis zwei Kinder dort umfahren. Würde man dann nicht blitzartig einen Zebrastreifen einen machen, eine Ampel oder zumindest ja, einen wöchentlichen Alkoholtest beim Anwalt anordnen? Ich denke es schon. Und es wird noch absurder, meine Lieben. Ja? Der Widerstand gegen die simpelsten Massnahmen wie Masken kommt nicht nur von außerhalb der Schule, sondern auch von innerhalb. Diese Woche hat sich sogar ein massnahmenkritischer Lehrerverein gegründet und droht gegen Schulen mit Maskenpflicht rechtlich vorzugehen. Keine Pointe an dieser Stelle, nur ein Facepalm. Was steckt dahinter? Warum? Was soll das? Um diese Frage zu beantworten, haben wir einen Sympathisant von dem Verein zu uns eingeladen. Herzlich willkommen, der Präsident vom Verband Homeschooling Schweiz, der Hans Franz Strunz. Da ist er. Grüezi. Herr Strunz, Sie tun die Kinder daheim unterrichten oder Ihre Kinder auch. Haben Sie Angst, dass Ihre Kinder vielleicht in der normalen Schule das Covid-Virus sich einfangen? Nein. Nein, im Gegenteil. Ich habe eben Angst, dass sie sich in öffentlichen Schulen nicht infizieren würden. In den Schulen wird ja gelüftet, alle waschen sich dort Hände, es wird getestet. Es ist fast, als würde man dort in der Schule die Kinder irgendwie vor dem Virus schützen. Und das kann es ja wirklich nicht sein. Weil ich finde, das Coronavirus ist ja eigentlich eine Herausforderung, wo unsere Kinder auch wirklich daran wachsen können. Wir müssen unsere Schüler gerade auch in Sachen Corona trimmen, fit machen für die Zukunft. Corona, sage ich immer, ist wie das Internet. Das ist nicht einfach nur eine Gefahr, das ist auch ein Werkzeug, das ist eine Chance. Aha. Jetzt haben wir aber gerade vorher gehört, dass auch immer Kinder wieder mit schweren Verläufen ins Spital geliefert werden. Ja, gut. Also ich finde es immer noch besser, meine Kinder liegen auf der Intensivstation, als sie da irgendwo auf der Gasse rumlungern und sich, weiss auch nicht, was da Haschtabletten in die Augen spritzen oder was. Nein, wenn meine Jungmannschaft intubiert auf dem Spital liegt, dann weiss ich wenigstens, wo sie sind. Dann machen sie nichts Dümmes. Also Sie finden es gut, wenn Kinder mit dem Coronavirus infiziert werden? Ja, natürlich. Ja, je öfter, desto besser. Repetition, Repetition, Repetition. Das ist das älteste Rezept unserer Pädagogik. Ich meine, während Sie in der Schule da mittlerweile Schiss haben vor der vierten Corona-Welle, haben wir daheim Homeschooling schon siebenmal den Corona durchgenommen. Ja. Und dann nicht nur mit Corona. Wir machen auch alles im Curriculum. Am Morgen haben wir als allererstes machen wir eine Lektion Frühtetanus. Dann machen wir alle miteinander Doppelstunde Muckimumps und Fakiröteln. Dann gehen wir ins Novo-Virus-Labor rüber. Und dann am Nachmittag hören wir alle miteinander 3 Stunden Schweizer Gofen-CDs in Endlos schlafen. Dann härtet die ganze Familie ab. Tipptopp. Darf ich mal fragen, wie viele Kinder haben Sie? 5. Aha, und Sie finden jetzt nicht, dass man die Gesellschaft, dass die Jüngsten und Schwächsten unter uns schützen? Nein, warum auch? Also, warum müssen sich denn immer Schüler mit einem hochbegabten Immunsystem immer diesen Feinöckelis mit ihren Gebrechtelis anpassen? Wir werden in der Schweiz in Sachen immunologischer Kompetenz in der Schule von Asien meilenweit abgehängt mittlerweile. Ich meine, oder auch in Afrika zum Beispiel. Malaria, Tuberkulose, Diphtherie. Da kann ein Primarschüler aus Malawi schon in der 2. Klasse auswendig fließend aus dem FF, während unsere vom Staat gecatchelten Primarschüler wegen einem kleinsten Pfnüssel 3 Tage lang die Haie im Nest hocken und den Peppa Wutz schauen, während unsere Wirtschaft lahmgelegt wird, da sind wir doch nicht mehr zukunftsfähig, Herr Deville. Darf ich fragen, sind jetzt privat wunder, haben Sie auch ein Motto in Ihrem Homeschooling-Verein? Ja, aber natürlich. Ich sage den Kindern bei jeder Infektion aufs Neue, hört mal, ihr hustet nicht für die Schule, ihr hustet fürs Leben und das ist das Wichtigste. Danke vielmals, Herr Stuss, Herr Strunz, für den hochinfektiösen Einblick. Ihre Gedankenwelten. Das ist es schon wieder gesehen, zumindest für die Woche. Nächste Woche haben wir ein Döbel Spezial. Nicht verpassen, es wird ganz wunderbar. Habt eine ganz schöne Nacht und schaut zu den Gurben. Gute Nacht miteinander. Tschüss, merci fürs Dabeisein.